Das war falsch. Es war also wahrscheinlich eine Kerze. Warum gehen wir nicht hin und metzeln das da drüben einfach nieder? Das Leben, das ich führe, sind kaum Stunden. Ja, ja. Das ist dann eine Kerze. Jo. Das ist jetzt auch etwas, das ich nicht mehr so in Erinnerung hatte, dass Kerzen, wenn sie dick sind, langsamer abbrennen. Ja. Je mehr da ist, desto weniger sieht man. Blinzeln könnt ihr nur, wenn ihr von mir umgeben seid. Blinzeln könnt ihr nur, wenn ihr von mir umgeben seid. Dunkelheit? Ja. Also das mit dem Blinzeln, das war jetzt geraten, aber das, je mehr man von mir da ist, desto weniger sieht man. So, nächstes Rätsel. Sie kommen als Zeugen der Nacht, ohne gerufen zu sein, als Führer der Seeleute und Tränen der Poeten. Wir verlieren sie jeden Tag aus den Augen, ohne dass ein Dieb seine Hände im Spiel hat. Das sind Sterne. Denn die Seeleute benutzen Sterne gerne als Navigationsmittel. Das ist bekannt. So, damit haben wir schon mal 6 Fragen. Ich kann keine Farbe haben, noch kann Dunkelheit in mir liegen. Ich wiege nichts und halte nichts. Und wenn man mich in einen Behälter steckt, wird er umso leichter. Ein Loch? Ja. Wenn man ein Loch in einen Behälter macht, dann fließt der Inhalt raus und er wird leichter. Von all euren Besitztümern bin ich am schwierigsten zu behüten. Wenn ihr mich habt, werdet ihr teilen wollen. Wenn ihr mich teilt, habt ihr mich nicht mehr. Das ist ein Geheimnis, das ist einfach. Ja. Lebend wie ihr, doch ohne Atem, genauso kalt in meinem Leben wie bei meinem Tod. Nie durstig, doch ich trinke immer. Mit einem Schuppenpanzer bekleidet und doch scheppert es nie. Lebend wie ihr, doch ohne Atem, genauso kalt in meinem Leben wie bei meinem Tod. Nie durstig, doch ich trinke immer. Das klingt wie ein Fisch? Ja. So, nächste Frage. Man kann mich das ganze Leben lang holen, ob ich nur einmal bei der Geburt gegeben werde. Mein Gewicht ist weniger als nichts, doch ich fälle den stärksten von euch, wenn ich angehalten werde. Man kann mich das ganze Leben lang holen, obwohl ich nur einmal bei der Geburt gegeben werde. Wenn ich angehalten werde. Das ist der Atem. Ich habe überall Löcher von hinten nach vorn und von oben nach unten und bis in die Mitte. Mehr nichts als etwas darin und doch halte ich Wasser fest. Das ist ein Schwamm. Jo. Und jetzt noch der letzte Schädel. Sie folgen und leiten, aber nur, wenn ihr schreitet. Kleidet euch in tiefstem Schwarz, sind sie noch dunkler.
Immerhin fliehen sie dem Licht, doch ohne Sonne gäbe es keine. Das klingt nach Schatten. Ihr habt die 12 im Stein richtig beantwortet. Belohnt werdet ihr für den Verstand der Ewigkeit. Jo. Das war dann der Raum hier. Ein Regenerationsring. Der Träger regeneriert alle 6 Sekunden einen Trefferpunkt. Keldorn. Okay, das heißt, wir haben die Rätsel im Rätselbereich gelöst. Hab jetzt nur noch den Kampf da unten und dann die beiden Türen. Ja. Man kann hier halt sehr viel. Ja. Ja. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Man kann hier halt sehr viel Bockmist bauen. Dass sie sich von ihrem eigenen Feuerball treffen lässt, das ist... Das war die Nase! Ist... Schlimm. Habe ich ihr eigentlich wirklich keine Heilzauber auf der hohen Stufe gegeben? Oder hat sie die vom verbraucht? Ich habe ihr keinen gegeben. Auch gut. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich werde es tun. Dann sammeln wir mal da einen hin. Ich warte, was immer ihr wünscht. Das macht Spaß! Eure Stunde wird noch kommen! Ich bin bereit. Keldorn, versuch das mal zu bannen. Das sollte nicht sein. Ich warte auf euren Befehl. Ich zeige euch einen richtigen Kampf. Eure Stunde wird noch kommen. Schon erledigt. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Nächstes Mal. Auf. So. Das war schön viel Schaden. Einmal Wunden heilen. Dann trink noch den hier. Okay, verstanden. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Nur der Bau darf passieren. Seine Hand allein macht den Weg frei, sobald die Konzentration der Macht wiederhergestellt ist. Jo. Ich muss die Hand des Schöpfers finden, um die Tür zu öffnen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, was das ist. Ich bin so glücklich bei euch. Ein spitzender Feuerball und ein projizierendes so Ebenbild. Großartige Taten vollbringen würden. Ja, das sind halt High-Level-Zauber da ganz weit hinten in Stufe 7. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Natürlich. Okay, gucken wir erstmal hier durch die Tür. So, da sind wir in einem anderen Bereich des Dungeons rausgekommen.
als da oben. Ich warte. Oh, ach, ich bin schon ohne meine Hühnchen. Könnte mir hier mal jemand zur Hand geben? Nö. Ich glaube, wir gehen durch die obere Tür. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Ich darf bloß nicht vergessen, dass wir nicht durch diese Falle durch können. Da ist der Ausgang. Eine Geheimtür ist immer gut. Aber was steht hier? Erneut anklicken, um die vergebenen Seiten dieses uralten Buches umzublättern. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Ich war, was immer. Das war jetzt nicht sonderlich toll. Ja, noch ein blutrünstiges Monster. Meine Freunde werden dir nichts tun. Schon erledigt. Ich bin bereit. Okay, dann. Auch ein Imp. Also ein Teufelchen. Das wiederum ist wieder nicht schön. Erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich brauche Heilung. Oh. Ja, ich bin verstanden. Ich war schon unterwegs. Zu dir weh, wenn es sein muss. Ja? Sie kann leider keine Person festhalten. So, das hat aufgehört. So, Gott sei Dank. Intelligenz ist bei niemandem gesenkt worden. Also bei Minsk, der ist sowieso immer Strudelhof. Sprecht frei heraus. So, gucken wir mal, was hinter der nächsten Seite steckt. Das macht Spaß. Was kann ich tun? Die Dienerin der Natur ist bereit. Drei Gegenstände für mich. Ein Ring. Zwei Beschwörungszauber.
Wegen der Handlungsfreiheit. Mist, das macht das gegen Hast immun. Hebe ich damit meine eigene Hast auf? Ja, damit hebe ich meine eigene Hast auf. Das Ding ist also sehr situationsbedingt. Ja. Fragt nur.